Tankian. Tankian ist ein Platz mitten in Galizien. Und ein großer Ökohof. Viel Land, Weide, Wald. Und ein wunderschönes Steinhaus von 946. Ursprünglich mit drei Familien aufgebaut, ist Emily jetzt die einzige, die den Hof schmeißt. Das Ganze hier ist ein Selbstversorger-Öko-Bio-Bauernhof. Den Hof alleine schmeißen funktioniert natürlich nicht, deshalb gibt es viel freiwillige Helfer hier. Die hier essen umsonst und schlafen umsonst und dafür voll mit anpacken. Wir sind hier natürlich auch Petsitter, weil wir haben einen Hund und einen Esel und ein Pferd und drei Katzen und viele, viele Hühner. Aber hauptsächlich kümmern wir uns ums Business hier. Und das heißt Business-Sitter. Genau, und das heißt eigentlich sich um die Beeren kümmern, die Ernte einholen, die Weiterverarbeitung in der Marmeladenküche und das Ganze dann auch vermarkten auf dem Markt oder per Internet. Zudem verköstigen wir die Wufa, die Kinder von Emily und natürlich auch uns mit Leckereien aus dem Garten. Der Turm des Hauses wird als Ferienapartment vermietet und es hat uns auch besonders Spaß gemacht, die Gäste zu empfangen und ihnen den Garten zu zeigen und auch die Vorbereitung, alles sauber zu machen und schön zu machen, damit die Gäste sich wohlfühlen. Zur Marmeladenherstellung gehört natürlich der ganze Prozess vom Pflücken bis zum Kochen bzw. bis zum Verkaufen. Auf Tankian wachsen viele, viele Beeren. Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, die rote und die schwarze, der Rhabarber, dann gibt es Pflaume, Holunder, Pfirsich. Die wurden also gepickt, gesammelt von unseren Helfern, von unseren Wufern. Und wir sind in der Küche zuständig dafür, alles zu sauber zu machen und in die portionsgerechten Portionen zu schneiden. Das haben wir natürlich alles vorher erfahren, die Geheimrezepte des Hauses, wie viel Anteil von jeweils welcher Frucht, wie viel Zucker dann dazu kommt. Und das wiegen wir ab, packen alles in einen riesengroßen Topf. Dann wird die ganze Soße gekocht. Zucker kommt dazu, Pektin kommt dazu, und Zitrone. Unter strengsten Hygienevorschriften sterilisiert und abgekocht und am Schluss dann abgefüllt in die Gläser. Das Tutta-Frutta-Label wird auf die Marmeladengläser geklebt. Mit der Etikettadora kommt Verfallsdatum und Herstellungsdatum drauf. Dann kommen die Gläser in große Kisten und werden in die weite Welt geschickt. Ja, sorgfältig verpackt. Und registriert. Weil wir einige Online-Bestellungen haben von Privatmenschen, aber auch von Naturkostläden in ganz Spanien. Rotbacken klingt einfach, aber dazu gehört bei uns doch mehr. Weil es fängt beim Korn an. Wir bekommen das Korn. Das volle Korn, weil es gibt ja Vollkornbrot. Und mahlen dieses selber. In einer rustikalen Mühle. Und zwar Weizen und Roggen. Thank you.
nach dem Mahlprozess kommt der Warteprozess, denn es dauert immer sehr lange, bis der Sauerteig geht, und dafür stellen wir ihn in die Sonne und warten. Und dann kommt wieder mehr Mehl dazu, noch mehr Wasser und noch mal in die Sonne. Und dann kommt endlich der eigentliche Brotbackprozess, wo der Teig geknetet wird und in die Form gefüllt wird. Und von den Formen geht es dann ab in den Backofen. Und nach 2x45 Minuten ist das Brot fertig. So einfach geht's. Man braucht den ganzen Tag. In unserem Gemüsegarten wächst nicht nur Gemüse, sondern auch viele Heilkräuter. Zum Beispiel das Johanniskraut. Der Lavendel. Calendula. Die Echinacea. Und Beinwell. Und diese Pflanzen gilt es erst zu ernten, dann die Blüten zu zupfen. Und dann in Alkohol oder in Öl einzulegen. Nach einigen Wochen in der Sonne ist das Öl der Pflanzen in das Olivenöl übergegangen. Wir füllen die Tinkturas oder die Öls ab in schöne Fläschchen und verkaufen diese als Heilmittel, als Arzneimittel. Natürlich gehören auch Tiere zu dem Hof, sonst wären wir ja nicht als The Pet Sitters hier. Da haben wir zum einen unseren Hayloft Dog Tuna. Wir haben zwei Pferde, beziehungsweise ein Pferd. Und ein Esel. Avi und Amber. Wobei uns Avi sehr viel Probleme gemacht hat, weil sie andauernd krank war und wir den ganzen Zeit, beziehungsweise Verena, sich um sie kümmern musste und Nächte im Stall verbracht hat. Und unsere Hühner, die uns kräftig täglich mit Eiern versorgten und sich um den Nachwuchs auf Tankian kümmerten. Ja, 3 Monate Tankian vergingen wie im Flug. Es war eine wunderbare Zeit, aber jetzt ist es vorbei. Und Emily ist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Die Chefin von Tankian. Wie ist es für dich denn jetzt nach Hause zu kommen? Wie empfindest du es? Wie sieht der Laden aus? Ja, es ist alles total gut gelaufen. Also unglaublich gut. Also es ist alles so, wie es sein sollte. Die Marmeladen sind eingekocht. Alles, was gearbeitet werden musste, ist gemacht. Und ja, ich bin da 100% zufrieden mit eurer Arbeit. Das habt ihr total toll gemacht. Das ist ja wunderbar. Dankeschön.